Hallo, hallo und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Eistunde Nummer 2. In der letzten Folge haben wir Harschum, den Bestienmeister, besiegt und sind weitergegangen. Und ich freue mich, dass ich immer noch nicht hier an meiner Uhr was geändert habe, zwecks Wegstrecke, weswegen ich dann weitergehen kann. Genau, hier gibt es noch was Interessantes, nämlich in diesem Nest kann man ein Ei stehlen und einen Rubinring. Der Rubinring, den braucht ihr als Questgegenstand. Hoppla. Den können wir, glaube ich, mitnehmen, ohne dass die Dinger böse werden. War das so? Ja. Da ist nämlich auf dem Rubinring. Nee, steht da nichts drauf. Schade. Aber ich glaube, das ist genau dieser Ring, den wir brauchen. Und wenn wir das Ei mitnehmen, dann kriegen wir einen auf den Deckel. Dicke Kloppe, deswegen lassen wir das erst nochmal. Sondern gehen weiter. War das die gleiche Brücke hier? Die so schwierig war? Ich glaube schon. Ihr könnt auch folgende Formation machen. Ihr könnt auch diese Formation anwählen. Dann könnt ihr nämlich. Dann geht erst der erste Char und dann der zweite und dann der dritte und so weiter. Aber das scheint nicht so gut zu sein. Oh Gott, Yetis! Dann nehmt ihr die andere Formation. Hehe. Dann geht ihr zurück. Und was wirken wir denn da? Ja, wir können ja nicht wieder die Dings da machen. Na, das da, das da. Eine Lieblingshalskette. Da kriegen sogar Bonus auf Schwanzpunkte. Von daher. Und das ist wieder mal ein Ort, wo ihr sehr. Sehr gut jetzt. Wo ihr jedes Mal, wenn ihr ausruht, ziemlich viele Yetis kommen und dass die Chance relativ gering, dass ihr überhaupt ausruhen könnt. Deswegen könnt ihr da sehr viele Gegner anlocken. Wo ist denn der andere Pelz? Hä? Deswegen könnt ihr da sehr viele Gegner anlocken und auch sehr viele Erfahrungspunkte abgreifen. Das hier geht die Pelz. Mal das so machen. Ich glaube, ich kipp mal hier diesen Troll rüber. Was sieht aus wie ein Platz? Okay. Machen wir es dann doch so. Dann locken wir mal die an hier. Ich will nicht, dass er runterfällt. Mit mir kannst du es nicht aufnehmen. Ich bin schon verletzt hier, bevor sie jetzt ankommen. Flaschen. Verstanden. Dadadab. Dass wir Ist er da? Naja, war nur Info von Heinrich. Dann kann ich wenigstens so machen. Dann spare ich mir einmal Klicken. Was wäre der 2 hier? Das ist praktisch. Und rein in den Beutelus. Hä? Ah, der ist voll. Okay, das bin ich nicht gut. Was ist da noch drin? Da ist natürlich jeder mögliche Dreck drin. Oh Gott. Sorry dafür. Oh, Zeit wird sich da mal ein bisschen aufräumen. Ja, kann ich so lachen, ist echt so. Ich glaube, die Brücke kann man relativ unbeschadet über. Gott, noch so viel Zeug hier. Oder wirken wir noch einmal hier die Geschosshaltkette. Wenn wir sie schon haben. Sollte relativ viel Schaden machen dann. Das geht echt erstaunlich leicht von der Hand. Schön, schön, da kommen wieder neue Yetis, aber. Oh Gott, wie ich da in meinen ersten Runs immer abgekratzt bin an der Stelle. Wo ja nicht so einfach ist. Weil die Yetis haben echt keinen guten Angriffswurf. Wenn man da einigermaßen Rüstung hat, dann hat man keine Probleme hier. Aber halt die ganzen Fälle sind echt nervig zum Aufsammeln. Was kann ich denn da ändern? Hier zum Beispiel Fehler weg, ich kann auch nicht viel tragen. Naja, machen wir es halt irgendwie so. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich mache das so und dann so. Ja, genau. Man muss sich nämlich gar nicht bewegen können, wenn man überfüllt ist, aber die Sachen in der Nähe sind, die man aufsammelt. Dann kann man irgendwie so Telekinese machen oder so ähnliches. Ach, der ist ja voll. Ja, ich vergaß. Moment, dann tun wir mal die ganzen Bücher heraus oder die ganzen Ramsch hier. Ich glaube, die 5 Pfund, 10 Pfund, wie wiegt denn das hier? 1 Pfund, der Schädel und die ganzen 2 Pfund, die ganzen Bücher. 52, war klar, aber hier wieder besser. Zip, zip, zip. Klar. Dann hier noch
Was einen anderen Ramsch hier. 5 Pfund. 5 Pfund, warum ist also da? Die Weinflaschen, die kosten haben, wiegen glaube ich nur 1 Pfund. So. Bald drüber. Und rein mit dir. Natürlich. Noch was irgendwo. Mal abgrasen, da ist noch was. Ansonsten war da noch was. Ich glaube nicht. Dann ist nur das da. Na gut, dann nehmen wir eben das, was wir kriegen können. Da war gleich nichts mehr. Na gut, dann gehen wir hier hoch. Und dann ins Schwarzraumkloster. Und das Schwarzraumkloster mag ich eigentlich ganz gern, weil da nämlich nette Missionen gibt, die man machen kann. Dann gehen wir erstmal rein. Und zwar. Ja. Schönes Ding. Ah, Glück auf, Reisende! Ich bin Salisam! Ihr müsst eine lange und schwere Reise hinter euch haben. Der Weg zum Schwarzraumkloster ist wahrscheinlich nicht einfach. Wahrlich nicht einfach, genau. Warum seid ihr denn bitte hierher gekommen? Ach, der Baron Balsam schickt mich, ich soll euch alle töten. Nee, eigentlich nicht. Ich bin hier, weil ich einen Weg des Unterreichs benutzen wollte, der. Genau den Weg, der unter eurem Kloster liegt. Genau den. Ha, da müsst ihr mit Aruma Blaine sprechen oder Blane. Sie ist die amtierende Archimandritin. Ein super Wort. Nur sie kann euch diese Erlaubnis gewähren. Unter uns gesprochen, solltet ihr eure Erwartungen nicht allzu hochschrauben. Die Chancen, dass sie euch den Zutritt gestattet, sind sehr gering. Aber ihr kommt doch zu mir und sagt, wie sich es hier entschieden hat. Egal, wie ihre Entscheidung auch ausfallen mag. Lebt denn wohl. Wartet, warum ist das denn so? Ja, das Kloster ist an einem ganz bestimmten Grund hier errichtet. Es wurde genau über jenem Tunnel errichtet, du hast schon mal richtig gesagt, durch den unser Gründer der Sklaverei im Unterreich entfliehen konnte. Jetzt ist der Tunnel Teil seines Grabmals und darf nur von Mönchen betreten werden. Ich hätte noch andere Fragen. Ha, das überrascht mich keineswegs. Doch ich muss mich noch viel mit meinen Gefährten hier besprechen, genau. Ihr könntet diese Etage des Klosters gerne erforschen. Ich bin mir sicher, dass sich die meisten Mönche gerne mit mir unterhalten werden. Lebt wohl. Ja, dann lebt wohl. Ciao, ciao. Haben wir hier noch was Schönes? Mönch. Reden wir mit Mönch. Glück auf. Glück auf. Wie kann ich euch helfen, damit ihr euch selbst helfen könnt? Was könnt ihr mir diesen Ort erzählen? Ja, wenn ihr Informationen über die Geschichte und Glaubensgrundsätze des Klosters sucht, dann sprecht mit Beret. Er hält sich in der Bibliothek auf. Wenn ihr den Orden beitreten wollt, sprecht mit Aruma, der amtierenden Archimandritin. Sie hält sich normalerweise in ihren Räumlichkeiten auf. Amtierende Archimandritin? Ja, der Archimandrit bekleidet den höchsten Rang im Schwarzrahmenkloster. Da Ormis, unser Archimandrit, abwesend ist, hat Aruma bis zu seiner Rückkehr den Rang der amtierenden Archimandritin inne. Kann ich mich hier ausruhen? Wenn ihr ruhen wollt, sprecht mit Sersa in den Unterkünften, in ihrem Stockwerk. Wenn ihr Vorräte benötigt oder Heilung bedürft, sprecht mit Nonin in der Küche. Danke, lebt wohl. Lebt wohl, bitte kehrt doch zu Saliman zurück, nachdem ihr mit Aruma gesprochen habt. Machen wir. Ja, die sind aber erstaunlich freundlich. So, Moment. Den Raum machen wir noch nicht auf, da war was. Da muss ich erstmal offscreen schauen. Da kommt man sich, glaube ich, irgendwas vergeigen. So, ich glaube, ich mache mal echt einen gescheiten Save hier. Na wohl. Hier gibt es wieder örtliche Dinge. Erstmal sprechen wir mit Beret. Hallo, Beret. Wie spreche ich den denn? Glück auf! Ich bin Beret, der Kustor der Klosterbibliothek. Ich schätze, ihr habt Fragen über Kloster, ja? Oder wollt ihr vielleicht ein Buch oder eine Schriftrolle erwerben? Ja, ich hätte ein paar Fragen über das Kloster. Ha! Wallace Bellum Bell Farm, der Schwarze Rabe, gründete das Schwarzrabenkloster vor mehr als 13 Jahrzehnten. Bis zum heutigen Tag treten wir für unsere Ideale ein. Seine Philosophie vertritt die Bedeutung der Unabhängigkeit, des Kampfes gegen Sklaverei und Gefangenschaft und das Streben nach körperlicher und geistiger Vervollkommnung. Dann erzählt mir von Wallace dem Schwarzen Raben. Raben, genau. Wallace war ein Mixling. Zur Hälfte Mensch und zur Hälfte Drow. Er war ein Sklave im Unterreich. Es gelang ihm, seinen grausamen Herren zu entfliehen. Er kämpfte sich den Weg zur Oberfläche frei. Seine einzige Waffe waren seine bloßen Hände und die Ketten, die sie einst gebunden hatten, doch noch immer von seinen Handgelenken hingen. Sprecht weiter!
Der Name des Hauptdrau war Bellen Bellum Bell Firm, das so viel heißt wie Wallace der Sklave von Firm. Als Kind war Wallace ein Hausdiener der Löhn, aber er wuchs bald zu einem zähen und starken Jugendlichen heran. Bitte sprecht weiter. Die meisten Häuser im Unterreich scheuen davor zurück, sich so mächtige Sklaven zu halten. Wallace ging bei einem Wettstreit an die Farm, an ein verfeindetes Haus. Sie ließen ihn noch schon wegen am Leben, um die Leute stets an ihre Niederlage zu erinnern. Ja, sprich weiter. Wallace wurde der größte Champion der Gladiatorenschule von Haus Farm. Wenn man es genau nimmt, war er sogar der mächtigste Gladiator von ganz Relovin. Dann gelang ihm die Flucht. Ein Augenblick, was zum Teufel ist Relovin? Ah, verzeiht, Relovin ist eine Stadt der Drow und liegt im Unterreich. Dort war Wallace Sklave und Gladiator. Soll ich jetzt fortfahren? Jo, sprich weiter. Er denkt zahlreichen Jahrzehnten, die er der majestätischen von einer Kuppel überdachten Arena der Stadt um sein Leben kämpfen musste, gelang Wallace seinen legendären Fähigkeiten im Kampf. Sprich weiter. Wallace floh aus Relovin und erreichte beim Grat der Welt die Oberfläche, dort wo Schwarzrabenfluss entspringt, genau hier, wo dieses Kloster steht. Sein Grabmal liegt unter dem Kloster, direkt neben jedem legendären Tunnel, durch den er damals dem Unterreich entflohen ist. Moment, kann man den Durchgang hier benutzen? Nein, das sind Elves verboten, die nicht dem Orden angehören oder mit Elves verbündet sind. Und wie werde ich denn zum Mitglied oder Verbündeten des Klosters? Jo, dazu müsst ihr mit Aluma Blaine sprechen. Sie ist für den Ablauf, Ablauf zuständig. Sobald ihr akzeptiert werdet, müsst ihr erst die 8 Kammern meistern, bevor ihr als wahrer Mönch oder Verbündete des Klosters geltet. Die 8 Kammern? Es handelt sich um mehrere Herausforderungen, die geschaffen wurden, um jene ohne entsprechende Fähigkeiten oder Willensstärke auszusieben. Jene, die nicht würdig sind, an den Orden anzugehören. Sie legten unter diesem Stockwerk, wo Morhorem, der Meister der Kammern, über jene wacht, die den Test auf sich nehmen wollen. Ich verstehe, sprich weiter. Das ist eine lange Geschichte. Das war schon eine lange Geschichte, du Pimp hier. Meine Herren. Sie erzählt von den Utgar-Barbaren und wie Wallace den Namen des Schwarzen Rabens erlang, von seinen Reisen und Abenteuern auf ganz Ferien, wie er die Studenten um sich versammelte und wie er hier zurückkehrte, um das Kloster zu begründen. Seid ihr dennoch an der Geschichte interessiert? Ungemein, das bin ich. Also gut, Wallace besteht darauf, dass wir uns nur auf uns selbst verlassen dürfen. Deswegen muss ich das Gleiche von euch verlangen. In den Regalen finden wir ein Buch von dem Titel Wallace der Schwarze Rabe. In dem Buch finden wir den Rest von Wallace Geschichte. Ja, das werden wir dann mal vertagen. Aber was sind denn die Grundprinzipien eures Glaubens? Wenn es sein muss, mit Gewalt gegen Sklaverei und Gefangenschaft jeder Art zu kämpfen. Wenn ein Krimineller bestraft werden muss, möge er bestraft werden. Doch ist es niemals gestattet, einer Person ihre körperliche Freiheit zu nehmen. Sprecht weiter. Diener sorgen dafür, dass das Leben ihrer Herren um vieles leichter wird. Deswegen müssen Diener einfach angemessen behandelt werden, und zwar mit Güte, Respekt und Wertschätzung. Sprecht weiter. Und außerdem, tut mir leid, sollen wir die Politik stets sorgsam beobachten. Aber ihr, immer misstrauisch gegenüberstehen, der Politik nämlich. In der Vergangenheit ist es oft passiert, dass verlogene Politiker Glaubensgrundsätze auf subtile Art und Weise gegen ihn verwendet haben, um ihn hereinzulegen, auf dass er ihre eigenen selbstsüchtigen Ziele förderte. Das sind unsere Richtlinien. Wie tritt man dem Kloster bei? Dazu müsst ihr mit Aluma Blaine sprechen. Haben wir, glaube ich, schon. Welche interessanten Bücher und Schriftrollen habt ihr hier? So, da gibt es allerlei Sachen. Und zwar zum Beispiel hier. Ein Träger kann dreimal täglich furchtbar wirken. Das kann man sogar als Drau machen. Ne, das kann jeder machen. Dreimal täglich furchtbar, das ist ja echt interessant. Und das andere ist nur für Mönche hier. Glaube ich. Kleriker. Das ist natürlich praktisch für Kleriker. Kann einmal täglich Erleuchtung wirken. Kann einmal täglich Gebet wirken. Kann zweimal täglich Gebet wirken, sind noch besser. Und mein begehrtes Buch. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, Servus und Ciao.